Ich glaube, wir sind da drüber gesprungen, ne? Ach komm. Es ist interessant, dass es auch immer diese Grafikfehler gibt. Ich glaube, die hatte ich früher nicht, als ich das gespielt habe. Da haben wir einen Feuerlöcher bekommen. Genau, hier Batterie. Wahrscheinlich wieder Wasser. Bandskasten. Wasser. Lockt, lockt. Egal. Britzel, Britzel. Kabine 3. Reisetasche, Inventar voll. Heilen. Trinken. Ja, ganz ehrlich, die Tarn kann man mal rausfallen lassen. Was macht eine Reisetasche? Ernsthaft? Das ist einfach ein Objekt, was ich... Nein, eine zweite nehme ich nicht mit. Kann man da vielleicht irgendwie... Nö. Ah, Vorrat ansehen. Ja, nice. Nährstoffblöcke. Wasser. Dann nehmen wir das bessere Wasser. Ich kann sie nur mitnehmen, wenn sie hier leer ist. Jetzt dachte ich, oh cool. Ich kann so mein Inventar doch ein bisschen erweitern. Nein, kannst du nicht. Kabine 3 brauchen wir. Tänzquartier brauchen wir auch. Kabine 2 ist einfach so dicht. Kabine 7 muss gelöscht werden. Kabine 6. Jowei, 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 jowei. Sollte vielleicht ein bisschen von dem Wasser mal wegschmeißen. Noch mehr Wasser! Nährstoffblock. Wir brauchen bald wieder neuen Feuerlöcher. Och nö. Integrating new PDA data. Manches nur, das ist minimal leiser geworden. Hä? Einzelbett? Es wird ein Doppelbett gescannt, ne? New blueprint acquired. Also bald haben wir ein paar Batterien auf Vorrat. Wir gar nicht so viele craften müssen. Mehr Wasser. Was ist los mit dem? Nee. Kabine 1. Und Captains Kajüte. Nettes Angebot. Rettungskapsel 4. Ursprung der Übertragung. Hochsicherheitskonsole. Bevor die Verbindung abbrach, hat die Altera-Zentrale Baupläne in den Hauptcomputer der Aurora übertragen. Es gibt eine Hochsicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns, hinter dem Krebsdock. Dort sollten sie die Baupläne verfügbar sein. Der Code lautet 2679. Zwei. Hallo. 2679. Kann man es mitnehmen? Essen, essen, essen. Trinken, trinken. Oh man, das ist einfach nur ein Ding. Habe ich zu viel getrunken und gegessen. Nur Signal. Warum kann das leise sein und der Rest nicht? Es hätte doch vollkommen gereicht. Du hast ein Rezept gern. Düdün.
Nettes Angebot. Was ist denn das? Von Huggins an Wilson. Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug auf die Außenhülle gemacht? Nun, jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreicht und die Arbeit am Tor beginnt. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge? Dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft wirklich anfühlt, wenn du keinen Asteroiden mit deinen bloßen, mechanisch verstärkten Händen zerschlagen hast. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig? Besuch mich in Kabine Nummer 1. Zugangscode ist 1869. Kabine 1, 1869. Kabine 1, 1869. Wasser. Medikit. Bandregal. Oh ne, jetzt wird wieder laut. Oh, was ist das ein Plüschtier? George Plüschtier. Okay, das sieht ja creepy aus als schön, aber wir nehmen es mit. Rein aus Prinzip. Die ganzen Reisentaschen sind aber auch leer. Integrating new PDA data. Warum muss das so laut sein? So, da war man nichts, oder? Wie eine 5? Nö, da würden wir nicht reinkommen. Warte, was gab's da? 4? Die Gase. Gibt's nicht den Befehl? Aurora-Hilfsmissionsbefehle. Ein mongolisches Schiff, die Degasi, ist vor einem Jahrzehnt verschwunden. Ja. Retten, ohne Hauptmission zu gefährden. Die Aurora wird ein Schwerkraft-Umlenkmanöver. Um 4546B, Wasserplanet der Kategorie 3, circa 13 Monate nach dem Start durchführen. Die Gasil-Besatzungsverzeichnis wurde an leitende Angestellte übergeben. Ingenieurdrohne? Eine Schubkanone? Hey Berkeley, wenn Sie diesen Schaltkreis in die Stoßkanone einbauen, werden Sie ein Loch im Frachtraum hinterlassen. Verdammt Drohne, ich sagte Schubkanone, nicht Stoßkanone. Sensoren rekalibrieren. Die Sensoren sind nicht das Problem. Ich habe das Programm angepasst. Es ist jetzt wie Sie. Es mag nicht, wenn ihm sagt, was es tun soll. Drohne, ich weiß. Nein. Sein Name ist jetzt Albert. Albert, ernsthaft? Vor allem, das ist ja ein englisches Spiel. Wer? Albert? Albert. Hä? Yeah. Ich weiß, es ist nicht dein Fehler, aber es würde mir sehr dabei helfen, meine Arbeit zu machen, wenn du mir das bringst, wonach ich gefragt habe. Danke für deine Zeit. Chef, Ihr Hobby macht meine Arbeit nicht gerade leichter. Oder sicherer. Logbuch des Kapitäns. Hey, das ist Logbuch des Kapitäns. Das ist ein Spiel. Logbuch des Kapitäns. Ladeprogramm Quake McGill Simulator.vred. Größe: ein Spieler. Captain Hotdog Hollister. Karte Boreal 9. Ressourcen: normal. Du erforschst einen ruhigen, fremder Flussarm.
als das Schiff, in dem du angekommen bist, implodiert. Das müssen spinnenartige Nierendiebe sein. Schnell was wirst du tun. Abschlüsse durchsuchen, brennende Planeten brennende Pflanzen anbauen, tektonische Deimplodierer benutzen, nicht verfügbar. Er hat sich entschieden für fremde Pflanzen anbauen. Genau das würde Craig McGill tun. Nachdem du dich einige Stunden lang umgesehen hast, hast du eine Reihe von potenziell nutzbaren Nahrungsmitteln gesammelt. Womit wirst du dich ernähren? Stinkwurz? Baumscherben? Sternenwaleier. Oh, das klingt widerlich. Aber er hat sich für Sternenwaleier entschieden. Die Sternenwaleier sind nahrhaft, aber der Lebenszyklus dieser riesigen, weltraumbewohnenden Tiere ist viel zu langsam, um eine Farm zu erhalten. Und ganz nebenbei ist ihre Mutter extrem wütend auf dich. Sternenwal bekämpfen, beim Sternenwal entschuldigen oder Schicksal akzeptieren. Er hat sich dafür entschieden, sein Schicksal zu akzeptieren. Craig McGill weiß, dass eine wütende Mutter keine Gnade kennt. Du wirst noch nicht mal in Stücke gerissen, sondern im Ganzen geschluckt und verdaut. Die Atome, von denen du dachtest, dass sie du sind, werden nach und nach im Dienst des fortwährenden Überlebens des Sternenwals neu verteilt. Willst du fortfahren? Ja oder nein? Er hat sich für Nein entschieden. Was ist falsch mit denen? Öffentliche Dokumente. Tagesmenü. Transstartprofil. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehungen. Kraftfeld. Steuerungskonsole. Nee, das brauche ich nicht. Fremdartiges Gewehr. Ach ja, das hatten wir auch gefunden. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen geworden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Dann wird meine Zunge langsam ein bisschen schlapp. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Ja, steht aber nicht wie. Weltenvernichter. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Das will ich aber besser nicht anfassen. Bei meinem Glück geht's dann doch hoch. Ja, komm, Baupläne, egal. So. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ja. Kann man eigentlich dieses Ding hier auch scannen? Keep Corn Poster. Inventar voll. Oh! Er ist die ganze Zeit, oh cool, Batterien. Wir werden hier zugeschmissen mit nützlichem Material. Jetzt Reisetasche, Poster, Miniatur, Miniatur. Da geht's hier nochmal irgendwo weiter. Sieht man nicht so aus.
Während wir hier rumspringen, geht einfach das ganze Schiff in die Luft? Oder war das der Leere? Nee, wir haben einen vollen. Und den Leeren wieder rausschmeißen. Jetzt ist die Frage, wo es nochmal weitergeht. Das Ding ist ja einfach nur zu. Ja. Der Maschinenraum? Ja gut, da gab es dieses eine Upgrade-Teil. Ne, der ist leer. Aber hier unten gibt es so auch nichts. Zum Weiterlaufen. Ne, hier ist nichts. Nö. Hier gibt's nichts, was man aufsammeln könnte. Ja, diese Blutegel. Bäh. Lasst mich einfach in Ruhe. Batterie? Nee, nee. Dafür ist es mir wert, den Feuerlöcher nochmal anzuschmeißen. Hier ist ja nur das Seemotten-Ding gewesen. Ja. Hier kann man nicht runtergehen. Gab es da oben noch eine Möglichkeit? Kommen wir überhaupt so easy da hoch? Doch, wir können da hochgehen. Oben bei der Verwaltung noch mal irgendeinen Gang, den ich übersehen habe. Fällt mir gerade erst auf, das ist alles so schön eingedeutscht worden. Na komm. Hopp. 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 Oder wir brauchen wirklich so eine Schubkanone, um uns irgendwo den Weg frei zu machen. Nö. Ach, das sind da, wo so kleine Schäden sind. Merkwürdig, dass da dann so... Ja gut, aber es sieht auch aus, als könnte man... Hier unten? Apropos, kann man unten was machen? Nee, nicht. Nicht, dass es hier unten auch noch einen weiteren Weg gibt. Ich vorher einfach unterbewusst ignoriert habe. Ist das was zum Scannen? Nö. Ja, hier unten warte ich ja nur auf irgendein großes Vieh. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich könnte ja meine coole Maske anziehen statt der Strahlenschutzanzüge. Was soll schief gehen?
Was ist hier? Hallo? Ernsthaft? Kommst du nicht hoch? Nee, also muss man hier oben lang. Aber wahrscheinlich müssten wir hier lang. Aber hier können wir nicht lang, weil wir erstmal das Zeug wegräumen müssen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in die Basis zurück. Welcome aboard, Captain. Mal gucken, was wir bauen müssen, um da reinzukommen. Oh, nicht hier. Hier wackelt ja der ganze Bildschirm. So. Oh, wow, sind ja nur 2 Kilometer. Ist auf der anderen Seite der Aurora nochmal Inseln gibt? Stimmt, ne? Wie das Nachladen manchmal aussieht. Oh. Komische Stängel, die nach oben schauen. Zack. Ach, sollen Bäume sein. Also, naja, so Pilzbäume. Erinnert mich so ein bisschen an die Facehugger aus Alien. Ach komm, beschwer dich nicht. Vielleicht kriege ich ein bisschen raus noch aus dem Pot. Aber das sieht wieder aus, als müssen wir wieder ein bisschen Inventar verschieben. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Toll. Weißt du was? Dann nehmen wir noch ein bisschen hiervon mit. Greifst du meinen Pott an? Mach dich fort. Ist ja nicht normal. Wie dreist. Pfui. Das verbiete ich mir. Die will ich nicht anfahren. Er ist vermutlich stabiler als ich. Ja, mal gucken. Ich denke mal, so um 10 Uhr mache ich dann aber auch raus. Eine halbe Stunde, also 40 Minuten. Weil langsam werde ich dann doch ein bisschen fertig. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Können wir mitnehmen? Was können wir mitnehmen? Achso, haben wir. Er kann weg. Den packen wir auch nochmal da rein. Und nochmal das mit. Lithium ist gut. Lithium will ich mitnehmen. Oh ja. Akkustand 19%. Wobei der schon relativ lang hält eigentlich. Vergleichsweise. Ein Kilometer. Schnarrisch. Fliege ist schneller. Ach, Seemottenfragment.
Ja, was ist das denn? Achso, hier, wo ich auch diese Höhle gefunden hatte. Haben wir aber, glaube ich, auch markiert, ne? Ja, Signalboje 1. Warum ist es so beschädigt auf einmal? Pilzhöhlen könnten wir eigentlich mal ausschalten. Ah, 800 Meter noch an der Basis. Wunderbar. Achso, ein Riffrücken, ich wollte gerade sagen. Was ist das denn? Ernsthaft 87%, weil ich gegen einen Fisch gefahren bin? Was ist das für ein Konstrukt? Fährt man gegen einen gottverdammten Fisch? Aber gut, ist immer noch schneller als laufen. Also schwimmen. Aber wahrscheinlich auch schneller als laufen, wenn man die Basis über die halbe Karte bauen würde. So, parieren. Welcome aboard, Captain. Das klingt eher so wie Welcome aboard. Captain. So in Anführungszeichen, so eigentlich stimmt das ja nicht. Zwei. Drei. Vier. Drei. Ja, mal, ich hab Wachen gefunden. Noch irgendwas Dekoratives? Ja. Fundbüro hier. Eine Energiezelle. Ein paar Batterien. Upgrade, ein Zahn, Lithium. So, Schubdings, Kanone, Werkzeug. Schubkanone, Bestandteile nicht bekannt. Ernsthaft? Wir müssen irgendwie noch die Schubkanone zurechtbekommen. Ich habe gedacht, das hätten wir schon längst. Nee, Stoßkanone. Ach, dafür müssen wir die Modifizierungsstation... Klar. Die Modifizierung können wir, wenn wir die... Rettungskapsel 13, 175 Meter. Zweiter Offizier lassen es mal sein, aber Rettungskapsel 13, 1400 Meter. Irgendwo da hinten? Krass. War da hinten nicht dieser Leviathan irgendwo?
ich meine schon. Nicht schön.